RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Schönen guten Abend. Der Sonntag heute eine Stunde länger als sonst. Und während der ein oder andere von Ihnen noch in den Federn schlummerte, waren unsere Kamerateams schon unterwegs, um in den kommenden 30 Minuten zum Beispiel über diese Themen zu berichten. RTV, die Themen am Sonntag, 24. September. Einsatz total, internationale Feuerwehrwettkämpfe in Herrenberg und Großübung in Steinenbronn. Zum 9. Mal, der Böblinger Stadtlauf. Und im Gespräch, die SPD-Bundestagsabgeordnete Doris Odendahl zur Zukunft ihrer Partei. Gleich zweimal präsentierten sich gestern Nachmittag Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz der Öffentlichkeit. In Herrenberg fand ein internationaler Feuerwehrwettkampf statt, mit dabei auch zahlreiche Wehren aus dem Kreis. In Steinenbronn probten Feuerwehr und DRK bei einer Großübung den Ernstfall. Oliver Koblenzer hat in beiden Fällen den Floriansjüngern und Lebensrettern über die Schulter geschaut. Großer Tag für die Floriansjünger in Herrenberg. Im Stadion an der Schießmauer trafen sich gestern Feuerwehrmannschaften aus ganz Baden-Württemberg zu den Landesausscheidungen. Mit dabei auch mehrere Mannschaften aus dem Kreis Böblingen. Neben den Wehren aus Renningen, Neuweiler, Weissach und Böblingen trat auch eine Mannschaft der gastgebenden Feuerwehr aus Herrenberg an. Genauer gesagt aus Herrenberg-Kuppingen. Aber nicht nur Feuerwehrler aus Baden-Württemberg waren gekommen, um sich zu messen, sondern auch Gäste aus anderen Bundesländern sowie aus Österreich und Italien durften begrüßt werden. Sogar eine Damenmannschaft hat sich gemeldet. Aus Hessen, von der Freiwilligen Feuerwehr Bienenbüttel. Meine Kameraden, ich darf Sie zunächst recht herzlich hier im schönen Land Baden-Württemberg begrüßen. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann auch schon los. Die erste Aufgabe, diese Spritze gefechtsbereit aufzubauen. Und das natürlich so schnell wie möglich. Aber nicht nur auf Geschwindigkeit kommt es an, vor allem Disziplin ist gefragt. Da muss jeder Handgriff auf Zuruf sitzen. Es geht hier um zwei Disziplinen. Einmal den Wettkampf, den Löschangriff, und zum zweiten um den Staffellauf. Der Wettkampf umfasst eine Trockenübung ohne Wasser. Es wird hier eine Saugleitung aufgebaut. Parallel dazu natürlich die Druckleitung und so weiter, der Aufbau nach vorne. Und der muss also mindestens, wenn man auf dem Treppchen sein möchte, will, wenigstens unter 45 Sekunden sein. Das ist also eine enorme Leistung. Hier ist Schnelligkeit vor allem angesagt, aber auch fehlerfreies Arbeiten. Und so sieht es dann im Wettkampf aus. Unter den scharfen Augen mehrerer Kampfrichter werden Schläuche und Rohre, Kupplungen und Spritzen zusammengesteckt. Bis dann das Kommando Wassermarsch kommt. Erst dann wird die Uhr angehalten. Anschließend werden die Steckverbindungen überprüft und schließlich Zeit und Punkte notiert. Die zweite Disziplin ist der Staffellauf. 9 × 100 Meter, dazwischen verschiedene Hindernisse, wie dieses Rohr 80 cm im Durchmesser. Nur mit Schwung geht's durch. So manch einer hat sich hier schon verletzt. Ebenso wie an der Hürde. Alles gar nicht so leicht. Am Ende hatten hier die Böblinger die Nase vorn. Addiert mit den Ergebnissen beim Löschangriff reichte es für 3 Mannschaften aus dem Kreis Böblingen zu Gold und somit für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im nächsten Jahr in Böblingen. Neben den Renningen und den Neuweilern gelang auch den Böblingen der Sprung unter die letzten 7. Feuerwehr die zweite war eine Großübung der Feuerwehren Steinenbronn und des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben also eine Übung geplant, dies ist eigentlich die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr in Steinenbronn und des DRK in Steinenbronn. Und wir haben das aufgenommen, gleich diese Übung, und machen daraus eine regelrechte Rettungsdienstübung, wo der Rettungsdienst eingesetzt ist, 2 Schnelleinsatzgruppen, 10 Ärzte, der leitende Notarzt, der Rettungshubschrauber. Damit wir mal ein Szenario entwickeln, das wir Gott sei Dank hier im Kreis noch nie hatten, einen Busunfall. Äußerste Präzision ist erforderlich bei der Landung des Rettungshubschraubers.
punktgenau auf der schmalen Kreisstraße. Für den Piloten der deutschen Rettungsflugwacht reine Routine. Derweil legt die Feuerwehr einen Schaumteppich zur Freude der Kinder und der übrigen Zuschauer. Das DRK hat einen Sammelplatz für die Verletzten angelegt, eine Art improvisiertes Feldlazarett. Die Verletzten, die im Ernstfall unter Schock stehen, werden beruhigt. Alles läuft nach Plan. So auch bei der Feuerwehr. Die Übung als solche wurde von uns speziell realistisch dargestellt. Und aufgrund dessen hatten wir auch selber keine Vorstellung, wie so eine Übung ablaufen wird. Wir haben hier angenommen 40 bis 50 Verletzte in dem Fahrzeug, in dem Omnibus, 4 Verletzte im PKW. Und so wie ich das gesehen habe, waren wir fast gar zu schnell. Der Omnibus ist ein ziemlich altes Modell, man kommt gut bei in dem Omnibus. Das ist wahrscheinlich in den neueren Busse nicht mehr der Fall. Da ist durch Gepäcknetze und so mehr Schwierigkeiten drin. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Sie haben hervorragend agiert, haben auch das Richtige gemacht im richtigen Moment. Und die Zusammenarbeit zwischen DRK und Feuerwehr ist ebenfalls sehr gut gelaufen. Kann man nur hoffen, dass DRK und Feuerwehr das bei dieser Großübung Erprobte möglichst nicht so schnell anwenden müssen. Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Böblingen und natürlich wie jeden Sonntag Sportmeldungen gibt's gleich nach der Werbung. Zum Löwen in Steinbronn. Ob Hochzeit, Konferenz, Betriebsfest oder Vereinsfeier. In unserem großen Saal für bis zu 180 Personen wird Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg. Bis bald im Löwen in Steinbronn. Autolore Ostelsheim. Sprechen Sie mit uns, wenn sich's ums Auto dreht. Sehen Sie am Sonntag, den 1. Oktober, eine neue Ausgabe von STV, dem Immobilienmagazin der Kreissparkasse Böblingen. Schwerpunktthema der Sendung ist Weil der Stadt. Woher hat die Keplerstadt ihren Namen? Wir informieren über die Gesetzesänderung des Bauherren § 10e und präsentieren aktuelle Immobilienangebote aus Weil der Stadt und Umgebung. STV am Sonntag, den 1. Oktober bei RTV. Der Kreis auf den Punkt. Die RTV Regionalnachrichten. Einer 80-jährigen Frau die Handtasche entrissen, haben gestern zwei Jugendliche bei der Totaltankstelle in Sindelfingen. Ein Autofahrer versuchte vergeblich, die 15- bis 16-jährigen Täter zu stellen. Beide sollen kurze braune Haare tragen. Die beiden jugendlichen Täter flüchteten mit ihrer Beute Richtung Stadtmitte. Wer gestern gegen 18.15 Uhr die Tat bei der Sindelfinger Totaltankstelle beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 130 mit der Polizei in Böblingen in Verbindung zu setzen. Als hilflos und ohne Anstand hat der grüne Landtagsabgeordnete Reinhard Hackel die Rechtfertigungen der beiden Bundestagsabgeordneten Brigitte Baumeister und Doris Odendahl für die jüngsten Bonner Diätenerhöhungen bezeichnet. Die Abgeordnetendiäten in 5 Jahren um 50% steigen zu lassen und gleichzeitig die Altersrenten saftig zu erhöhen, wertete der grüne Landtagsparlamentarier als unfassbare Entscheidung. Bezeichnend sei, so Hackel wörtlich, dass die große Abzockerkoalition sogar das Grundgesetz geändert habe, damit die Diätenneuregelung nicht gleich wieder vom Karlsruher Verfassungsgericht kassiert werde. Mit der Ankoppelung der Abgeordnetendiäten an die Richterbesoldung würden sich die Bundestagsabgeordneten in Zukunft feige aus der öffentlichen Diskussion über ihre Bezüge stehlen. Zum Sport. Bereits zum 9. Mal fand heute Morgen der Böblinger Stadtlauf statt. Der dritte Lauf zur Schönbuch Cup Vierer Serie. Neben den Mittel- und Langstreckenassen aus der Region waren auch zahlreiche Hobbyläufer am Start. Das Baumoval auf dem Landesgartenschaugelände neben der Böblinger Sporthalle war heute Morgen zu früher Stunde Treffpunkt für zahlreiche Läufer aus der Region. Ob jung oder alt, über 500 Teilnehmer wollten beim 9. Böblinger Stadtlauf mit dabei sein. Auf dem Programm stand erst einmal das richtige Aufwärmen.
Einige versprühten vor dem Start Optimismus. Und schließlich der Massenstart. Die Plätze fertig. Ab. Robert Manz, Stefan Paul, Jutta Philippin, die bekannten Läufer aus dem Kreis waren natürlich mit dabei. Das Führungsfahrrad vorneweg und dann mit der Nummer 553 Christian Bauer, dahinter der Sindelfinger Stefan Paul. Die beiden hatten sich recht früh vom Feld abgesetzt. Im Verfolgerfeld die Renninger Extremläuferin Jutta Philippin. Für die meisten Teilnehmer des Stadtlaufs galt allerdings die Devise: Dabei sein ist alles, Hauptsache durchkommen. Angefeuert von den zahlreichen Zuschauern. Alleine in Front schließlich Stefan Paul, der 36-jährige Industriekaufmann, absolviert in der Woche 120 Trainingskilometer. Locker und leicht kommt er nach rund 32 Minuten ins Ziel. Stefan Paul, der ja schon deutscher Vizemeister über die Marathondistanz war. Ja, bei Kilometer 4, da wo dieser leichte Einstieg in den Wald da reinging, da konnte ich mich etwas absetzen. Ich habe gemerkt, die Schritte werden etwas leiser hinter mir. Und es war eigentlich vom taktischen her ganz klar, er musste ich nochmal anziehen, obwohl es mir auch etwas schwer fiel heute. Zweiter Christian Bauer, dritter hier im Bild, der führende in der Schönbuch-Cup-Serie Robert Manz vom TSV Hildritzhausen. Für Jutta Philippin war es ein gemütliches, aber auch langweiliges Rennen. Wieder einmal gewonnen. War niemand da, ich bin der Läufer oder weglaufen. Und das ist natürlich, erstens macht es nicht besonders viel Spaß mir persönlich und zweitens, man hat auch keinen Druck. Man fragt sich noch, ja, für was noch so groß anstrengen, wenn man sowieso gewinnt. Vielleicht sollte sie ganz offiziell bei den Männern starten. Die meisten kamen nämlich nach ihr ins Ziel. In der ersten Tischtennis-Bundesliga gastierte gestern Abend der amtierende deutsche Meister, die TSG Dülmen, bei der Sportvereinigung Böblingen. Dülmen war natürlich Favorit. Allerdings brachten die Böblingerinnen in der vergangenen Saison die TSG in der heimischen Sporthalle im Höfle beim 4:6 an den Rand einer Niederlage. He Shi-Hong war im Höfle die Alleinunterhalterin. Im Spiel gegen Nicole Struse, der wohl bekanntesten deutschen Spielerin, bewies die Böblinger Nummer 1 Nervenstärke. In einem dramatischen Spiel konnte sie den ersten Satz mit 28:26 für sich verbuchen. Nicole Struse ratlos, die Böblinger Anhänger begeistert. Schließlich entschied He Shi-Hong den zweiten Satz mit 21:16 zu ihren Gunsten. SVB-Trainer Gerd Zender konnte sich auch im zweiten Spiel über Shi-Hong freuen. Ding Yaping, die Dülmener Nummer 1, lieferte allerdings erbitterte Gegenwehr. Mit 21:15 ging der erste Satz an Shi-Hong. Ding Yaping gewann den zweiten mit 21:9. Im dritten Satz vergab He Shi-Hong drei Matchbälle, bevor sie mit 23:21 das bessere Ende auf ihrer Seite hatte. Allerdings nützte dies der Sportvereinigung nicht viel. Am Ende verlor die Mannschaft deutlich mit 2:6 und kassierte damit die dritte Saisonniederlage. Weitere sportliche Ereignisse von diesem Wochenende sehen Sie jetzt in unserem Kurznachrichtenblock. Auftakt zur Handball-Oberliga. Zum Saisonstart empfing die Sportvereinigung Böblingen die TSG Esslingen in den roten Trikots. Nach diesem Foul an Ronny Igeta gab es für die Gastgeber 7 Meter. Ingo Romund mit dem ersten Treffer der Sportvereinigung in der neuen Spielzeit. Obwohl Trainer Joachim Wolf bis auf Andi Mack sein Team in Bestbesetzung aufs Feld schicken konnte, taten sich die Böblinger sehr schwer gegen die Gäste aus Esslingen. Nur selten waren solch schöne Angriffe zu sehen.
Am Ende hieß es in der Murgenbach-Halle leistungsgerecht 17:17. Jetzt müssen die Böblinger zum Auswärtsspiel nach Plochingen. Startfrei zum ersten von drei Wertungsläufen zur internationalen deutschen Motocross-Meisterschaft auf dem Schützenbühlring in Holzgerlingen. Einer der Favoriten, die Nummer 8, Bernd Eckenbach aus Hildritzhausen. Vor heimischer Kulisse hatte er einen sehr guten Tag. Zwar musste sich Eckenbach im ersten Wertungslauf noch seinem großen Kontrahenten Dietmar Lacher geschlagen geben, doch die Läufe 2 und 3 konnte er für sich entscheiden. Damit wurde er Tagesgesamtsieger. In der Gesamtwertung liegt er nur noch 18 Punkte hinter Dietmar Lacher zurück. Wer internationaler deutscher Motocross-Meister wird, entscheidet sich am 8. Oktober in Straßenbesenbach bei Aschaffenburg. Dort wird das letzte Rennen der Saison ausgetragen. Eröffnung des Golfplatzes Niederreutin bei Bohndorf. Eigentlich hatte die 27-Loch-Anlage schon früher in Betrieb gehen sollen. Das Wetter sorgte allerdings für Verzögerungen. Heute nun war es soweit. Der goldene Ball für den allerersten Schlag auf der neuen Anlage wurde feierlich präsentiert. Von Fotografen umlagert, legte eine königliche Hoheit höchstpersönlich Hand an. Friedrich Herzog von Württemberg droschte den allerersten Ball über das Grün und gab damit den Startschuss für die nicht blaublütigen, aber nichtsdestotrotz betuchten Herrschaften, die künftig auf der 130 Hektar großen Anlage auf die Suche nach Entspannung und neuen Geschäftskontakten gehen werden. Und noch eine Nachricht vom Ringen. Der KSV Holzgerlingen besiegte in der Verbandsliga den AB Schramberg mit 21,5:10. In der Landesliga konnte sich der TSV Ehningen mit 21,5:8 gegen Eichhalden durchsetzen. Nach dem Sport der Blick aufs Wetter. Das Thermometer neigt ja in den letzten Tagen nicht gerade zu Höchstleistungen. Ob sich das bis zur Wochenmitte ändert, erfahren Sie gleich in unserer Vorhersage. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. Wenn man nicht spart, bleibt's nur ein Traum. Wenn zum Geld geht, Sparkasse. Hammers Jeansladen. Der Trendsetter für Jeanswear, Streetwear und Young Fashion. Hammers Jeansladen in Herrenberg am Marktplatz, Nagold, Kalf und Freudenstadt. Das ist der Hammer. Wir können Ihnen das oder das oder das machen. Aber wir werden nie etwas machen, das nicht zu Ihnen passt. Wohnideen Schüle Schöneich. Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Noch hat uns der Herbst nicht voll im Griff. Heute zum Abschluss der Sommerzeit hat die Sonne immerhin für einige Zeit hinter der Wolkendecke hervorgelugt. An die niedrigeren Temperaturen hat man sich ja fast schon gewöhnt. 16 Grad zeigte das Thermometer heute Mittag in Leonberg, Sindelfingen und Böblingen an. Die Herrenberger konnten sich über stolze 17 Grad freuen. Auch für die nächsten drei Tage hat die Sonne immerhin ein kurzes Gastspiel angekündigt. Zur Wochenmitte hin nimmt die Niederschlagsneigung ab. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber weiterhin zwischen 14 und 16 Grad. Wenig Neues also von der Wetterfront. Vielleicht winkt uns ja ab der zweiten Wochenhälfte ein goldener Herbst. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da. Ein Jahr nach der knapp verlorenen Bundestagswahl bietet die große Bonner Oppositionspartei ein Bild des Jammers. Statt wie angekündigt die Regierungskoalition vor sich herzutreiben, scheint die SPD von Woche zu Woche heilloser in innerparteiliche Händel verstrickt. Verkommt die SPD unter ihrem glücklosen Partei- und Fraktionschef Rudolf Scharping von der Regierungspartei im Wartestand zur Daueropposition ohne reale Chance auf die Macht in Bonn? Ist die Landtagswahl im nächsten Jahr schon verloren? Ralf Zimmermann hat sich mit der Böblinger SPD-Bundestagsabgeordneten Doris Odendahl über diese und andere Themen unterhalten.
Frau Odendahl, wenn man sich den Zustand der Opposition in Bonn so anguckt, das Elend der Opposition in Bonn, haben Sie da nicht manchmal Lust, einfach sozusagen zu desertieren? Sehen Sie überhaupt noch eine Perspektive, sogar für 98, für Ihre Partei, wenn es so weitergeht? Ich sehe sie schon, aber erstens in der Sozialdemokratischen Partei wird niemand gegangen, sondern das sind alles einzelne Entscheidungen. Es wird jemand mit einer Aufgabe betraut und es stellt sich jemand gewissen Wahlen. Und das ist gegenwärtig geschehen, dass verschiedene erklärt haben, sie kandidieren für bestimmte Bereiche nicht, dass man dem Gerhard Schröder gesagt hat, so wie du meinst, die Wirtschaftspolitik darstellen zu sollen, heißt das nicht, das ist die Wirtschaftspolitik insgesamt der SPD. Und ich finde die Entscheidung in dem Bereich, die gefallen ist, richtig. Die Frage ist jetzt nur, wie führe ich das alles wieder zusammen? Das ist die Herausforderung, die sich auf einem Parteitag jetzt dann stellt. Ihr Genossin Heide Simonis hat in der Sommerpause sich ein bisschen an den Streit zwischen Knaben erinnert gefühlt, die am Strand sich um Förmchen streiten, wenn sie an Rudolf Scharping und Gerhard Schröder gedacht hat. Jetzt sieht es so aus, als wenn sie selber als Oberaufseherin oder als Mitstreitende an diesen Strand kommen wolle. Also sie lässt sich wohl mehr oder weniger als Kanzlerkandidatin ins Spiel bringen. Können Sie sich vorstellen, dass aus diesen Ambitionen was wird? Ich kann mir viel vorstellen. Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass es in absehbarer Zeit eine Frau als Bundeskanzlerin gibt. Aber ich bin nicht der Meinung, wir sollten das mit einem Sandkasten-Vokabular, heißt das ja so schön, sollten wir das jetzt noch weiter hochstilisieren. Wer im Sandkasten spielt und andere beaufsichtigt, wird leicht zur Tante. Sagen Sie, Frau Odendahl, muss es aber nicht in der Situation der SPD, über die wir jetzt gesprochen haben, besonders verhängnisvoll sein, wenn Sie sich sozusagen noch ein weiteres Mal ins Fettnäpfchen setzen, indem Sie in einer Art großen Koalition mit der CDU eine drastische Erhöhung der Diäten beschließen, wie am vergangenen Donnerstag geschehen. Immerhin von 10.300 Mark jetzt auf 14.000 Mark im Jahr 2000. Kann es denn noch Ihr Stammpublikum, können das zum Beispiel Facharbeiter überhaupt noch verstehen? Ich bin da für größtmögliche Transparenz in dem Bereich und habe mich ja auch sehr bemüht, sofort, übrigens allen Ortsvereinen und dem Kreisvorstand, aber auch über die Medien mal die Punkte dessen, was da in Bonn abzustimmen war, deutlich zu machen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es die zentrale Frage ist, ob denn da jetzt sowas wie eine Koalition stattfindet. Es geht doch darum, dass das Parlament, und da halte ich eigentlich eine Gesamtkoalition für absolut erforderlich und hätte es gern gehabt, die kleinen Parteien ihre Position nochmal überprüft hätten, dass man gesamt überlegt, wie verbessere ich Parlamentsarbeit. Wenn ich das will, muss ich so viel als irgend möglich mit einbeziehen. Und es hat stattgefunden, dass die kleinen Parteien ganz unterschiedlich argumentiert haben. Nämlich die eine, weil sie eine Parlamentsverkleinerung befürchten müssen. Das ist ja auch ein Punkt, über den kann man ja reden, nicht wahr? Da hätte ich auch Angst, wenn ich in der FDP wäre. Und der andere Teil gesagt hat, wir hätten uns eine andere Abfolge gewünscht. Das mag sein. Zum Schluss, Frau Odendahl, ein Thema, das Ihnen mit Sicherheit angenehmer sein dürfte. Der Zustand der SPD im Land unterscheidet sich ja ganz offensichtlich positiv von dem der Partei auf Bundesebene, im Gegensatz zu früheren Jahren, wo das sehr häufig umgekehrt war. Der SPD-Landesparteitag am vergangenen Wochenende in Pforzheim, bei dem Sie ja zum Landesvorstandsmitglied wiedergewählt worden sind, hat ja eine sehr gute Kritik, ein sehr gutes Echo in der Presse gefunden. Sehen Sie denn tatsächlich Chancen, sich als Landespartei von der Entwicklung auf Bundesebene abzukoppeln mit diesen neuen Vorschlägen, die Sie zu machen haben? Sie koppelt sich nicht ab. Das wäre auch der falsche Weg. Aber ich glaube schon, dass dieser baden-württembergische Weg, also der Sozialdemokratie, etwas für die Gesamtpartei deutlich macht. Wenn man nämlich auch da, wo man in Sachfragen durchaus mal unterschiedlicher Meinung sein kann,
wirklich zusammenhält und sagt, lass uns sehen, wie wir das zusammenführen. Wir haben ja dieselben Probleme zwischen Tradition und Modern hier in Baden-Württemberg. Wir haben wegbrechende Arbeitsplätze, einen Wirtschaftsminister, der sich wirklich pausenlos darum sorgt, wie kann ich das auffangen, wie kann ich das aber auch gleichzeitig umwandeln in ökologisch sinnvolle und deshalb auch zukunftsweisende Arbeit. Und wenn man das nach außen deutlich macht, da würde ich sagen, ist das vielleicht etwas, was wichtig ist für den Bundesparteitag in Mannheim, wo man sagen kann, seht mal, es lohnt sich wirklich, mal diesen Streit mit der notwendigen Streitkultur auszutragen. Weil man dann, wenn es drauf ankommt, in der Lage ist, zusammenzurücken und zu sagen, das wollen wir gemeinsam. Das ist der baden-württembergische Weg der Sozialdemokratie. Ich glaube schon, dass der ein bisschen Impuls nach Mannheim bringen kann. Wir sind ja auch in Mannheim, in Baden-Württemberg mit dem Bundesparteitag. Das wollen wir denn auch tun. Deshalb freue ich mich, dass ich Delegierte bin. Ja, man wird sehen, ob die SPD auf Bundesebene sich diesmal auf eine positive Weise vom Stuttgarter Bacillus anstecken lässt. Recht schönen Dank, Frau Under, für dieses Gespräch. So viel für heute im RTV Regionalmagazin. Morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Karin Graf. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und für heute noch einen angenehmen Sonntagabend.